Herzlich willkommen zum Energie-Update für die Woche vom 11. bis 17. März 2024. Mein Name ist Heike Bartels und ich teile jetzt mit euch, was mir die Guides Aufgestiegene Meister für diese Woche mitgegeben haben. Wir haben wundervolle Energien. Es gibt irgendeinen, ich bin astrologisch nicht so bewandert, Venus-Aspekt, der wirklich wundervoll sein kann. Und ja, da geht es zwar auch manchmal um Finanzen, aber hier haben wir eindeutig Liebe und Schönheit. Und natürlich geht es dann um Beziehungen und vielleicht auch darum zu merken, was uns in Beziehungen fehlt. Oder auch, wenn du Single bist, dass du jetzt merkst, wie sehr gerne du dein Leben teilen möchtest. Und einfach, ja, auch nicht mehr allein durchs Leben gehen möchtest, ne? Genau, aber wirklich fokussiert auf dieses, ich möchte mein Leben teilen. Wie können wir mehr Liebe in unser Leben bringen? Denn März und April sind Monate der Expansion. Das heißt, alles wird größer, es wächst. Wir wachsen, das tun wir ja kontinuierlich, das wissen wir alle. Und dementsprechend wächst auch alles um uns herum und auch unsere Beziehungen und damit auch in irgendeiner Form die Menschen um uns herum. Und das ist natürlich wichtig dafür, offen zu sein und flexibel und mit Mitgefühl, Geduld und Liebe dadurch zu gehen. Denn es ist nicht immer einfach, wenn wir uns verändern, für die anderen dann mitzukommen und ja, Schritt zu halten manchmal. Deswegen, das ist schon ganz, ganz wichtig. Und manchmal haben sie uns auch etwas voraus, wenn sie gerade mal stehen bleiben. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Liebe und Schönheit sind eng miteinander verknüpft und es kann jetzt sein in dieser Woche, dass du dich entscheidest, zum Beispiel dein Aussehen zu verändern, neue Kleidung oder deine Kleidung zu verändern oder vielleicht deine Frisur zu verändern oder auch deine direkte Umgebung. Vielleicht dekorierst du neu, räumst um, organisierst neu. Es muss ja nicht immer so sein, dass wir uns irgendetwas kaufen, sondern ganz oft kann man ja etwas auch, wie heißt es so schön, upcyclen, ja, etwas mit Basteln und anderen Ideen noch verändern und kreativ tätig werden. Und das macht ja auch immer sehr viel Spaß. Das ist ja auch eine Form des Selbstausdrucks. Und diese Individualität, die Schönheit darin zu sehen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt von dieser ganzen Venus-Energie. Also versuch mal zu überlegen gerne für diese Woche, wie du dich selbst mit mehr Schönheit, Harmonie und Liebe umgeben kannst und wo du da was ändern möchtest, damit du dich wohler und mehr bei dir selbst angekommen, authentisch fühlst. Das zweite Thema ist Empathie und Sensibilität und das greift direkt da rein. Wir sind noch in der Fischezeit, da ist Sensibilität, Spiritualität und so weiter, Empathie, ganz, ganz wichtig. Und es kann eben sein, dass du in dieser Woche besonders auf die Bedürfnisse anderer Menschen eingehen kannst, weil du einfach fühlst, was sie möchten und brauchen. Vielleicht auch sogar Gedanken lesen kannst, ja. Weißt, was sagt dieser Mensch im nächsten Moment. Und dann natürlich auch bereit bist, aufgrund deiner Hingabe und Liebe das zu tun. Das ist wundervoll. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und darüber, gerade wenn man sensitiv und auch empathisch ist, darauf zu achten, die eigenen Grenzen zu respektieren. Das tun wir manchmal nicht und dann sind wir auch auf die anderen sauer, die uns die Grenzen zeigen. Der oder die hat mich ausgenutzt und so weiter. Nein. Wir haben uns klein gemacht, wir haben uns unter Wert verkauft. Das heißt nicht, dass man die Schuld bei sich selbst sucht, sondern guckt, wo ist die Reflexion dessen. Die andere Person, die reagiert, ja, vielleicht hat die ein bestimmtes Programm, dann können wir das Programm erkennen und dann war es das. Aber ansonsten ist sie eine Reflexion dessen, was wir aussenden. Ja, diese beiden Dinge darf man gerne unterscheiden. Und wenn das der Fall ist, dann gibt es da eine Botschaft für uns und wie heißt es so schön, sei nicht böse auf den Botschafter, sondern höre die Botschaft. Wer die Botschaft nicht hören möchte, der ist böse auf den Botschafter.
Genau, aber ich weiß, die Leute, die hier sind, sind das nicht, sondern wissen, okay, wo ist mein Anteil? Was habe ich hier gemacht? Und dann ist es wichtig, vielleicht auch drüber zu lachen, sich selbst zu vergeben und zu sagen, okay, das Thema kenne ich und das kann ich auch anders entscheiden. Also wichtig, die eigenen Grenzen zu respektieren, eventuelle Werkzeuge zur Selbstfürsorge schon bereit zu halten, falls man merkt, oh, die Energie, vielleicht auch die Kollektivenergie, ist gerade zu viel für mich oder sie sorgt dafür, dass ich mich ausgelaugt und erschöpft fühle und ich muss hier jetzt was anderes machen. Ja? Ganz wichtig, dass ihr das dann bereithaltet und euch vielleicht ein bisschen Zeit für euch nehmt, um eure Batterien wieder aufzuladen und auch die Gefühle zu sortieren. Welche sind meine Gefühle? Welche kommen von woanders und wo kommen sie her? Ganz wichtig. Ja, Mitgefühl, Liebe, Geduld mit allen und mit sich selbst vor allem. Ja, das ist die wichtigste Voraussetzung. Die Botschaft der Meister war, dass Liebe und Schönheit ganz wundervolle Energien sind und wenn man sie mit Dankbarkeit verbindet, dann sind sie magisch und dann können Wunder geschehen. Deswegen möchtest du vielleicht auch mal überlegen, wo könntest du in deinem direkten privaten Umfeld, in deinem Arbeitsbereich oder in deinen Beziehungen mehr Liebe und Schönheit integrieren oder dahin bringen? Was könntest du da tun, damit du noch mehr davon hast? Denn die Guides erinnern mich auch jetzt gerade nochmal, Liebe, sei Liebe, strahl das aus, dann wirst du ein Magnet dafür und es wird in all den Formen, die dazugehören, zu dir zurückkommen. Auch in Form der Finanzen, die wir jetzt nicht angesprochen haben, aber um die scheint es auch irgendwie nur nachrangig zu gehen mit diesen Energien. Sehr interessant. Und dann sagen sie mir noch, wer auf die Liebe fokussiert ist, möchte nicht mehr, verzichtet darauf, Recht zu haben, verzichtet darauf, nach der ultimativen Wahrheit zu suchen, in dem Wissen, dass es diese nicht gibt, sondern dass diese Wahrheit für jeden Menschen anders ist, je nachdem, aus welcher Perspektive er oder sie diese Situation, diesen Menschen, dieses Ding betrachtet. Ja, also es ist eine Frage der Perspektive und in der Liebe sind wir alle vereint und die Liebe vereint auch alle diese Sichtweisen. Ja, was mehr könnte man sagen? Vielen lieben Dank für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Und dann nochmal die Bitte, wenn euch das Update hilft, bitte abonniert den Kanal und bitte auch gerne auf YouTube Feel Good Woman von Heike Bartels. Das ist der Kanal für die Meditation in Bewegung, Pilates basiert, die die Meister nutzen, um uns zu helfen und diese Energien physisch zu prozessieren. Denn Trauma wird im Körper gespeichert und kann man nur auch dadurch durch Bewegung lösen. Deshalb, geh bitte vorbei, dann finden das mehr Leute und es hilft dann vielleicht auch mehr Leuten. Genauso wie Heike Dance auf Instagram, da gibt es täglich eine Dosis der Guides, sodass wir durch diese herausfordernden Zeiten gestärkt, geliebt und beschützt gehen können. Alles Liebe und wir sehen uns zum nächsten Update.